Hallo meine Lieben, ich grüße euch hier herzlich zum Sonntag und ja, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein gutes Wochenende gehabt. Das Wetter war ja ein bisschen durchwachsen, aber man hat ja natürlich das Beste draus gemacht. Also ich habe immer die Zeit so genutzt, wenn Sonne irgendwie draußen war, habe ich immer versucht, dann hier mit meinen Kids da raus ab in die Sonne, ne, so ungefähr ab in den Süden, einfach mal rauszugehen und die Sonne zu genießen, ne, weil hier war ja auch Regen und Gewitter und alles Mögliche und ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussah, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, und wir gucken heute in die Woche rein vom 27.05. bis zum 2.06., was da Schönes aufs Kollektiv zukommt. Ich hoffe, es wird eine schöne Woche werden. Ne? Wir haben ja hier immer so eine gewisse Überraschung, wenn man in die Karten reinguckt. Und ja, ich wollte mich auch nochmal ganz lieb bei euch bedanken für eure vielen Wertschätzungen, für eure Likes, für eure lieben Kommentare. Damit unterstützt ihr meinen Kanal allgemein. Und ja, ich bin natürlich auch dankbar für die Kanalmitglieder und generell auch für die Abonnenten, die meinen Kanal hier abonniert haben. Ja, ich werde vielleicht auch hier mal wieder was Kostenloses nächste Woche für euch reingeben, so als Dankeschön, auch für eure privaten Buchungen. Ne? Und ich wollte noch mal was ganz Kurzes loswerden. Die Kunden, die meine Webseite abonniert haben und also ne, direkt auf meiner Webseite, nicht Kanal, sondern wirklich Webseite und da auch schon drüber eingekauft haben oder eine Kartenlegung gebucht haben und eingekauft haben, ihr habt natürlich Treuepunkte, die man auch einlösen kann. Also wer hier wirklich über meine Webseite angemeldet ist und bei mir auch schon öfters mal hier eine Kartenlegung gebucht hat, ihr könnt mich gerne mal anfragen, was ihr für Punkte habt. Ihr habt nämlich auch Treuepunkte und die könnt ihr auch noch einlösen. Ne? Der ein oder andere kann hier schon eine Menge sparen dabei. Okay? Also wenn ihr mich das nächste Mal anschreibt, fragt mich mal, was ihr für Treuepunkte noch habt. Okay? Ich habe nämlich jetzt hier schon ein paar eingelöst, auch für das Liebesmond-Orakel. Ja, Fazit nochmal ganz kurz vom Liebesmond-Orakel. Also wir beim Liebesmond-Orakel geht ja um Freiheit, ne? Es geht ja so ein bisschen um die Befreiung von Dingen. Und ich muss wirklich sagen, das, was ich auch anhand von privaten Legungen entgegennehmen konnte und von der Kollektivenergie, das ist eher so, dass nochmal vergangene, komplizierte Themen nochmal hochkamen, durch diesen Vollmond, ne, der jetzt hier war. Und es geht ja hier noch ein Stückchen, ne? Die Energie ist ja noch da. Aber es geht viel um die Vergangenheit, viel um Dinge zu lösen, ne, einfach mal das Alte auch ein bisschen hinter sich zu lassen und neu zu beginnen. Also so hatte ich wirklich das Gefühl, was dieser Vollmond ausgelöst hat. Ne? Also ich kann ja immer mal so ein bisschen drauf gucken durch die privaten Legungen, was es auslöst, ne? Auch bei den Menschen, bei den Gegenüberenergien oder auch bei einem selbst. Ja, sehr, sehr interessant wieder. Ich danke euch auch hier nochmal dafür. Bis zum nächsten Vollmond-Orakel dann. Ne? Der ist, glaube ich, am 22.06. kurz vor unserem Urlaub. Und ja, wir sind schon wieder im Juni, Leute. Wow. Ende Juni fahren wir in Urlaub, aber ich tue das nochmal rechtzeitig auf die Webseite. So, ich will jetzt hier nicht lange drum herum quatschen, wir gucken jetzt. So, was sagt das Wünsche-Orakel? Was wird uns die Woche erwarten, die kommende Woche vom 27.05. bis zum 2.06.? Was wird die neue Woche bringen? Ich werde jetzt erstmal auslegen und dann sage ich euch, welche Energie hier oben drüber steht. Ne, weil ich will das nicht immer alles doppelt und dreifach wiederholen. Mhm. So. Wer die Kartendecks nicht kennt, das ist das schamanische Traumorakel von Colette Baron-Wade und Alberto Villoldo. Dann das hier, das ist mein eigenes Freyas Orakel und Wegweiser Deck. Und das war das Wünsche-Orakel von Jasmin Boland. Und ja, genau. So. Mhm. Mhm, okay. Das scheint mal wieder eine interessante Woche zu werden. Also, was haben wir hier liegen für die kommende Woche? In der kommenden Woche sollst du dein Herz offen halten. Du sollst hier dein Herz, deine Liebe in eine gewisse Balance reinbringen. Eine Situation gilt es hier wirklich in der kommenden Woche neu einzuordnen. Hier findet auch irgendwie Reinigung statt. Vielleicht
Fährst du immer noch an einen See oder bist immer noch an einem See? Das hat man, glaube ich, auch schon in der Wochenendlegung mitgehabt. Ne? Also irgendwie findet so eine gewisse Reinigung statt. Ran an die Arbeit, kann ja auch sein, dass du noch irgendwie in der Chor bist oder in der Frühjahrschor. Und ja, in der kommenden Woche sagt das schamanische Traumorakel auch noch die Beschaffenheit des Geländes, ne? Also dein eigenes Gelände. Hier geht es um die Weisheit der Ahnen. Also irgendwas könnte dich so ein bisschen erreichen, was vielleicht auch aus verschiedenen Ahnenreihen noch mal vorkommt. Und dann kannst du in der kommenden Woche dir auch so ein bisschen was gönnen, ne? Vielleicht auch so ein bisschen Ruhe oder irgendwie so die Gunst der Stunden für dich selber nutzen. Und ich sehe ja auch, dass du in der kommenden Woche auch großzügig bist und einfach mal das Leben so ein bisschen genießen tust. Ist ja auch richtig, ne? Naja, ich habe ja auch so eine Energie, vielleicht ist ja der eine oder andere wirklich schon irgendwo auf einer Reise im Urlaub oder auf einem Kurztrip unterwegs und vielleicht gönnt ihr euch einfach mal was, ne? Vielleicht setzt ihr euch mal irgendwo hin, gönnt euch mal ein schönes Gläschen Sekt irgendwie am Meer oder ein Essen, ne? Es kann ja alles Mögliche sein oder ihr genießt einfach mal. Kann natürlich auch mit der Therme was zu tun haben. Ne? Also würde mich auf jeden Fall freuen, davon etwas zu lesen, ne? Wenn das wirklich so ist bei euch. So, schauen wir mal weiter. Oh, ich mache das mal lieber so, weil die Karten immer so groß sind und einschneiden. Was erwartet uns denn im Allgemeinen in der kommenden Woche? Das Allgemeine. Oh, das sind aber heute viele rausgekommen. Okay, ich habe jetzt erstmal das. Nee, so rum. Ah, die kamen zusammen raus. Und die auch. Ich muss das jetzt mal so ein bisschen teilen, kommt mir wirklich rein. Okay, ich brauche hier noch ein paar Klärungskarten. Oh, okay. Mhm. Na, das ist doch wunderschön. Also ich glaube, das hören einige gern. So, in der kommenden Woche geht es hier nochmal um Emotionen, um deine Ängste, um Gefühle. Da kommt etwas ins Gleichgewicht. Also wenn du hier in irgendeiner Sache mit Ängsten zu tun hattest, mit deinen Emotionen und Gefühlen, die kommen ins Gleichgewicht, weil in der kommenden Woche wird sich dir eine Chance auf das innere und äußere Glück bieten und da wird etwas erfolgreich werden. Wow! Und im Generellen, also im Allgemeinen, haben wir in der kommenden Woche hier, dass es um Kommunikation geht. Hier geht es um eine schnelle Kommunikation. Du könntest eine Kommunikation von einem Menschen, könnte hier auf dich zukommen. Irgendetwas wird dich hier in der kommenden Woche niederstrecken, aber im Positiven, weil ich hier die 9 der Kelche daneben habe, das ist die... Das Glück, das ist die Zufriedenheit. Also ne, hier kommt eine Zufriedenheit wieder in die Sache rein. Und vielleicht geht es hier wirklich darum. Also ich habe hier 2 verschiedene Sachen jetzt in der kommenden Woche. Entweder schneidest du dich in der kommenden Woche von einer Situation hier irgendwie ab und dadurch, geht etwas zu Ende oder ermöglicht sich hier etwas. Na? Und du kommst in deine eigene Zufriedenheit oder ist es wirklich so, dass in der kommenden Woche Gespräche auf dich zukommen werden, Chancen auf Gespräche auf dich zukommen werden, die dich irgendwie auch so förmlich niederstrecken werden, aber halt wirklich im positiven Sinne. Na? Also du wirst da gar nicht mehr so richtig daran glauben, was da auf dich zukommt. Und dann sehe ich hier, dass es hier um einen König der Kelche geht, weil in der kommenden Woche wird auch hier jemand auf dich zukommen und etwas umsetzen. Dieser Mensch kommt mit einer ganz leidenschaftlichen Energie in deine Richtung und diese 5 der Kelche Energie, wo man die ganze Zeit so in der Traurigkeit, in Ängsten und Sorgen war, die wird auf jeden Fall hier rausgehen. Also die wird hier enden in der kommenden Woche. Wow, das ist doch schon mal eine tolle Energie, was wir hier sehen. Was kommt noch in der Allgemeinheit in der kommenden Woche? Was wird einen da noch erwarten? Ja, guck mal. Also hier kommt Heilung in eine Sache rein. Ne? Also hier kommt wirklich die Unruhe, die wird verfliegen, die wird hier rausgehen. Ja, also hier geht es langsam jetzt wieder ins Glück rein. Ich habe hier noch so eine gewisse Blockade. Also vielleicht war hier auch irgendwo eine Blockade in der Kommunikation gewesen und die könnte sich jetzt in der kommenden Woche lösen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du irgendwie so ein bisschen traurig warst hier, ne, in der letzten Zeit und vielleicht wegen eines Menschen oder vielleicht
vielleicht hast du irgendwie allgemein traurige Gefühle, weil du halt vielleicht auch gerne etwas umgesetzt hättest. Aber das geht jetzt raus. Also diese Traurigkeit, diese Sorgen, die du hier die ganze Zeit hattest, geht raus und es wird auf dich eine Kommunikation zukommen, wo du wirklich sagst, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na? Okay. Bin ich gespannt, in was das ist. Also ich habe hier überwiegend Kelch-Energie. Ne? Also überwiegend kann das hier wirklich die Liebe sein. Ich bin gespannt, was sich hier dann nochmal in der Liebe zeigen wird. Jetzt machen wir das Berufliche und Finanzielle. So, die legen wir mal da hoch, weil die möchte ich schon gerne hier dabei haben. Wir haben ja noch mehr Karten. So, Berufe und Finanzen. Was kommt da auf das Kollektiv zu? Im Beruflichen und Finanziellen. Beruf und Finanzen. Okay. Eine hätte ich gerne noch. Okay, das sind noch drei rausgefallen. Also heute kommen ganz schön viele Karten. Die Karten sind echt gesprächig. Okay. Sehr interessant. Okay, also nächste Woche sollt ihr aufpassen. Ich habe hier etwas im beruflichen Bereich, wo du wirklich auf deine innere Stimme hören sollst. Ne? Also die Hohepriesterin. Irgendwie sollst du auf deine innere Stimme die kommende Woche hören. Hier handelt es sich in irgendeiner Sache um eine Illusion im beruflichen oder finanziellen Bereich. Irgendjemand, irgendetwas könnte dich da enttäuschen oder dich bestehlen wollen, beklauen wollen oder dich irgendwie in so einer gewissen Illusion halten. Und das kann hier unter Teamkollegen sein, vielleicht sind das auch mehrere Menschen, die da involviert sind in einer ganzen Sache. Und hier könnte es einen Zusammenbruch geben und du schaust dann, du musst dann wirklich schauen, wie komme ich hier wieder in meine Stabilität rein. Was ist das hier? Jetzt muss ich erst mal fragen, was ist das hier mit dem Turm? Also irgendwie fokussiert man sich darauf hin, irgendetwas zu verändern. Ja, guck mal, es könnte hier in der kommenden Woche zu irgendwelchen Konflikten kommen. Das kann unter Kollegen sein, entweder tut man dir wirklich etwas vortäuschen. Also ich sag da, bitte pass in der kommenden Woche auf. Ne? Höre hier wirklich auf deine innere Stimme. Du bist jetzt hier vorgewandt durch meine Legung. Also du wurdest jetzt nicht vor umsonst hierher geführt. Entweder ist es hier wirklich im beruflichen Bereich, dass du einer Illusion aufgesetzt wirst. Vielleicht geht es auch um deine Träume. Du wählst hier wirklich aus. Aber hier könnten noch gewisse Konflikte, Machtkämpfe irgendwie auf dich zukommen im beruflichen Bereich hier in der kommenden Woche. Oder es könnte dich wirklich jemand täuschen wollen. Und das ist, hat entweder mit einer Teamarbeit, mit Kollegen zu tun oder mit einer Zusammenkunft. Ne? Und es geht hier um eine Veränderung. Ich sehe, dass hier eine Maske fallen wird. Man wird hier fokussiert an der Sache dranbleiben, damit hier überhaupt etwas reinkommt. Der Page der Münzen, das ist wirklich, es kann sich hier wirklich um ein berufliches Angebot handeln, wo vielleicht mehrere Personen involviert sind. Ne? Also an irgendwas werkelt man hier in der kommenden Woche, aber aufpassen, es kann hier irgendwie zu Konflikten kommen, ne? Das kommt mir auch rein. Im Finanziellen kann es natürlich auch sein, dass dich hier so jemand, wie soll ich das sagen, vielleicht auch ausbeuten will. Also da kann auch ein Angebot so ein bisschen auf dich zukommen, wo es um eine Veränderung hier geht, wo es daran geht, um hier zu arbeiten. Das ist irgendeine Zusammenkunft, aber es kann hier zu Enttäuschungen kommen, auch im finanziellen Bereich. Also im finanziellen Bereich habe ich hier auch so das ein oder andere, ne, dass man dich so ein bisschen bestehlen oder beklauen könnte. Also passt bitte auf, vielleicht auch, wem du hier deine Bankverbindungen so gibst. Ne? Also ich weiß nicht, warum mir das jetzt reinkam, aber pass hier gut auf deine Taler. Ne? Also so kommt mir die Energie gerade rein. So, ich frage mal noch, was ist hier noch im beruflichen oder finanziellen? Was kommt da in der kommenden Woche, 27. bis 30. Ich krieg sofort was rein und das muss ich euch sagen. Passt auf, wenn ihr hier eine Reise bucht. Irgendetwas mit einer Reise kann hier
vielleicht gut aussehen auf den ersten Blick, aber man will dich hier abzocken, ne? Also pass bitte auf, wo du deine Reise auch buchst. In der kommenden Woche geht es hier um eine Zusammenkunft. Um eine Entscheidung für eine Zusammenkunft, hier nochmal ein Gespräch miteinander zu führen über einen Verlust. Also irgendwas könntest du hier in der kommenden Woche verlieren. Deswegen sage ich halt deine Taler zusammen. Ne? Es kann sein, dass du hier nochmal irgendwie, entweder hat das hier mit der Arbeit zu tun oder Gericht kann das zu tun haben, Bank, was auch immer. Auf jeden Fall geht es hier um Finanzen. Vielleicht hast du dir hier irgendetwas gewünscht, was mit den Finanzen zu tun hat und bewegst dich da nochmal hin. Es geht hier um einen Wunsch, um eine Entscheidung, die hier zu treffen ist. Ne? Aber hier steckt irgendwie so eine Fassade, eine Enttäuschung hier mit drin, weil man hat hier keinen Durchblick. Ne? Also man hat hier wirklich keinen Durchblick. Und das kann wirklich auch mit einer Reise zu tun haben. Pass hier wirklich auf. Ne, zieh dich da von dieser Sache irgendwie so ein Stück weit zurück. So, und jetzt in dem Moment kratzt mein Kater. Max, Max! Kratzt mein Kater an der Tür. Ja, also irgendwo, entweder hat es wirklich mit einer Reise zu tun, du sollst da echt aufpassen, oder hier, wenn es jetzt wirklich im Beruflichen ist, geht es hier vielleicht auch nochmal um Finanzen, vielleicht redest du auch hier nochmal irgendwie auf einer Behörde, ne? Es kann sein Behörde, weil ich nehme den Turm oft als Behörde, normalerweise bedeutet der Turm Isolation und Trennung. Es kann natürlich auch sein, dass du hier irgendwie irgendwo hin musst in der kommenden Woche und bist irgendwie von Finanzen so ein Stück weit abgetrennt. Ne? Und ja, vielleicht zieht man sich hier so ein bisschen zurück. Ich habe hier so ein, zieh dich hier zurück von irgendetwas, was mit einer Reise zu tun hat. Es ist nicht so, wie es scheint. Ne? Ich habe das in den letzten Wochen oft drin. Also passt da bitte auf, wo du deine Reise buchst. Es könnte eine Falle sein. Es geht da um Entscheidungen nochmal. Ne? Schön aufpassen. Und mein Gott, der tut immer noch. So, ja, das habe ich hier. Es geht um Entscheidungen im finanziellen Bereich. Bei manchen kann es auch hier auch mit einer gerichtlichen Sache hier zu tun haben, was ich hier noch sehe. Aber hier geht irgendetwas nicht so toll aus. Also es ist nicht, ich muss jetzt nochmal fragen, auch die Maske und das Labyrinth. Okay, gut. Es ist hier ein kleiner Funken Hoffnung mit dabei. Ne? Also hier ist ein kleiner Funken Hoffnung mit dabei, dass man hier doch noch irgendetwas ändern kann. Aber du sollst trotz alledem hier wirklich Vorsicht walten in der kommenden Woche. Ne? Genau, so. Jetzt bin ich gespannt in der Liebe. So, ich habe das mal hier vorgestellt. Jetzt gucken wir mal weiter in der Liebe. Die kommende Woche in der Liebe, was wird da aufs Kollektiv zukommen? 27.05. bis 2.06. Das ist doch schon mal super, was ich da sehe. Da ist schon mal der Narr rausgefallen. Kommende Woche und die Liebe. Ach, okay. Ich habe mich doch jetzt schon gefreut hier, ne? Upsala. Okay, ich muss gucken, wie die Karten sich legen jetzt. Ich brauche Klärungskarten. Aua. Okay, das und, oh mein Leute, mein Lieben, ich habe mich hier irgendwie mein Handgelenk so ein bisschen verknackst, bestimmt beim Kung Fu. Okay, ja, also naja, was sehe ich in der Liebe die kommende Woche? Was sehen wir da? Ach so, rum sind die Karten. Ich habe hier schon die 10 der Kelche, die Fülle, ne? Die Fülle sehe ich hier an Gefühlen, aber also man glaubt hier schon, dass man was unter Kontrolle bringen kann. Ne? Es geht hier um eine Entscheidung in der Liebe.
Ich sehe nämlich hier in der kommenden Woche könnte hier ein Neuanfang kommen. Ne? Es könnte hier um mehr Leichtigkeit gehen, um Neuanfang. Aber ich sehe auch hier den Eremiten. Ne? Vielleicht findet hier in der kommenden Woche ein Neuanfang mit jemandem statt, etwas Neues. Oder mit jemandem, den du schon kennst, wieder ein neuer Anfang. Ne? So können wir sagen. Und dann könnte hier wieder ein Rückzug kommen, ne? Mit dem Eremiten. Da könnte man sich dann wieder zurückziehen. Und vielleicht ziehst du dich aber auch zurück, ne? Das kann ja auch sein. Auf jeden Fall sehe ich hier mit dem Fünf der Schwerter, ne? Dass man sich schon so ein Stück weit verraten fühlt und man weiß halt hier nicht so richtig, wird das nun jetzt nochmal sicher werden bei uns oder nicht. Also man hält hier Ausschau, man plant, man beobachtet. Na? Und irgendwie wird man sich auch noch so ein Stück weit in der Sache gefangen fühlen, weil ich sehe, man versucht hier eine Sache vorwärts zu bringen in der kommenden Woche. Wir haben wirklich drei große Arkanas hier in der Liebe. Wir haben einmal den Neuanfang, einmal den Eremit, der für den Rückzug steht und einmal, dass es dann wieder vorangeht. Also ich habe ja auch so ein Stück weit in der kommenden Woche, kommt hier ein Neuanfang in der Liebe auf dich zu, dann wird wieder ein Rückzug passieren, wo du denkst, ja, wo du dich halt so ein Stück weit verraten fühlst, ne, weil die Person vielleicht auch noch gebunden ist oder weil man sich generell in dieser Sache so ein Stück weit gefangen fühlt. Ne, man hat sich vielleicht hier schon einiges ausgemalt, aber dann plötzlich geht es mit dieser Person wieder voran. Ne, also ich habe hier so einen Stillstand, aber auch gleichzeitig wieder, dass es vorangeht mit dieser Person. Ja, also es könnte sich in der kommenden Woche ein bisschen komisch anfühlen. Erst freust du dich, dass ein Neuanfang ist, dann ist hier wieder ein Rückzug und es kommt gar nichts. Dann sitzt du vielleicht hier traurig da und denkst, der will dich irgendwie verarschen oder die will dich verarschen. Und dann fühlt man sich hier wieder gefangen in der Situation und kann hier nichts unternehmen. Aber du malst dir halt schon wirklich aus, was hier, ne, vielleicht mit dieser Person. Und dann geht's aber plötzlich hier wieder voran. Ja. Eieiei, das ist ja vollstes Hin und Her hier. So, was kommt hier generell in der Liebe in der kommenden Woche noch? Was sagen die Lennys noch genau? Hier haben wir erstmal so die Maske. Oh. Ups, die wollte auch noch raus. Okay. Einmal auf die Maske. Kreuz. So. Ich habe hier so einen gewissen Mangel und Verlust. Ja. Hier sehe ich das. Es geht um eine neue Verbindung. Ne, man denkt, diese Verbindung bringt ein Glück, aber irgendwie mangelt es hier an Wachstum, ne? Also irgendwie, vielleicht lernst du wirklich jemand Neues kennen oder hier ist ein Neuanfang wieder mit einer Person und dann kommt wieder der Mangel rein, ne? Und das wird dich so ein Stück weit enttäuschen. Also du wirst enttäuscht sein, weil irgendjemand wird hier noch Masken tragen und das Ganze wird dich auch so ein Stück weit unruhig machen in der kommenden Woche. Aber ich sehe hier, dass du dich komplett versuchst neu auszurichten auf etwas und zwar auf diese Belastungen. Du willst dir auf jeden Fall in der kommenden Woche noch Entscheidungen treffen für eine Kommunikation. Und das kann hier wirklich mit einem Freund zu tun haben, Freundin, Freund, Freundin, ne, auf was du hier auch immer schaust. Vielleicht ist hier auch generell irgendetwas belastet in der kommenden Woche mit einem Menschen, der dir normalerweise auch treu ist und loyal ist. Na? Und es kann wirklich sein, dass es hier schon länger so ein bisschen belastet ist mit dieser Person, vielleicht auch gerade was die Kommunikation betrifft. Man weiß vielleicht auch nicht so richtig, soll ich jetzt nochmal auf die Person zugehen oder nicht, ne? Weil vielleicht ist das auch hier ein Neuanfang mit einem Freund, weil der Hund kann ja hier ein Freund sein. Oder es ist vielleicht auch so, dass man hier an gewissen Belastungen festhält, ne? Was mit der Kommunikation hier zu tun hat. Ne? Deswegen sage ich ja, also hier ist es auf jeden Fall so, hier kommt das Neue, man fühlt sich gut, aber gleichzeitig kommt auch wieder der Rückzug, man zieht sich zurück, dass man fühlt sich verraten und dann geht's aber plötzlich wieder vorwärts. Ne?
Und vielleicht willst du ja in der kommenden Woche hier nochmal eine Entscheidung treffen, dich mit einer Person nochmal zu unterhalten, hier nochmal darüber zu reden. Also ihr seht, nächste Woche ist wieder volle Kanne alles mit dabei. Ne? Naja, gut, ich sage jetzt mal so, eine super Woche, also wir können jetzt nicht sagen, die Woche wird so bang, bang, boom, richtig super. Aber wir haben halt, ja, wir haben halt immer alles so dabei. Ne? Das ist halt so. Na gut, aber wir sehen ja hier, guck mal, wir haben ja, und das könnte hier wirklich jetzt mit der Liebe zu tun haben, hier oben. Ne? Hier kommt eine Kommunikation, hier streckt dich was nieder, dann kommt die Zufriedenheit rein, hier unternimmt dann wieder jemand was in deine Richtung und der Kummer und die Sorgen gehen raus. Ne? Und ich hoffe jetzt wirklich, dass das hier auch in der Liebe da ist, aber es könnte schon sein, weil hier geht es ja auch um Kommunikation, um Entscheidungen. Ne? Okay. Was sagt das wie heißt das? Soulmaster Orakel von Maxim Mangewitsch noch für die kommende Woche? Die Nummer 1. Hinterfrage deine Perspektive. Weisheit bedeutet nicht endlich die Wahrheit zu finden, sondern die eigene Beschränktheit darüber, wie etwas zu sein hat, loszulassen. Ja, vielleicht bist du ja in der kommenden Woche in so einer Energie, wo du immer sagst, es muss so und so und so laufen. Ne? Aber vielleicht ist es auch mal gut, es einfach laufen zu lassen und zu gucken, wo die ganze Sache einfach hinführt. Ne? Okay. Die Zeitkarten, was sagen die noch für die kommende Woche? Die Zeitkarten, da haben wir erstmal hier einen Freitag. Da steht die Nummer 6, vollende etwas, lass etwas los. Dann haben wir die Nummer 7, die Umstände bestimmen. In 7 Tagen und 7 Wochen geht es hier um die Umstände in einer Sache. Dann haben wir die Nummer 12, jetzt wird es rund in 12 Tagen, 12 Wochen. Die Nummer 6, die Nummer 7, die Nummer 12 könntest du irgendwo haben in deinem Geburtsdatum, ne, vielleicht auch in deinem Alter oder vielleicht in deiner Hausnummer auch. Ne, das kommt mir auch so ein bisschen rein. Vielleicht kann es aber auch die Energie von dem Gegenüber sein. Ne, also irgendwie, dass dieses Gegenüber so eine Zahl hat. So, was lasse ich jetzt euch noch mit? Ach ja, erstmal Liebeskarte. Was sagt denn die Liebe hier generell noch zur nächsten Woche? Okay. Da haben wir jetzt einmal die Zwillingsseelen. Vielleicht hast du hier mit deiner Zwillingsseele zu tun in der kommenden Woche. Eure Leidenschaft ist entflammt. Und die Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Das ist doch schon mal super. Und jetzt möchte ich mal noch wissen, was die Engel und Ahnen uns mitgeben für die kommende Woche. So. Die Engel und... Aua, ich kann gar nicht richtig die Karten hier mischen. So. So, was sagen die noch für die kommende Woche? So, eine möchte ich noch. Okay, jetzt habe ich gleich 3 bekommen. Na gut, es geht hier um den Lufthüter noch und der sagt, verlagere deine Wahrnehmung. Ne, also auch nochmal die Wahrnehmung verlagern. Dann haben wir den Hirsch, vertraue und gedeihe. Also du kannst dir in der kommenden Woche vertrauen, dass auch alles gut wird, weil der Hirsch ist auch die Rune Alkes und das ist, ja, du bist hier auch beschützt. Und der Wolf, Winter, kümmere dich um deine Bedürfnisse. Ne, also es geht hier um die Winterzeit. Bis zum Winter sollst du hier alles irgendwie in Sack und Tüten haben, damit es dir auch richtig gut gehen kann. Ne, also du sollst dich hier um deine Bedürfnisse kümmern, bis zum Winter. Und der Wolf, der hat ja auch, das ist ja auch ein Tier, der wirklich einem Instinkt folgt, der seinem Instinkt folgt. Ne? Genau, und das sollst du ja auch machen. So, mein Lieben, dann wünsche ich euch hier erstmal einen ganz, ganz wundervollen Restsonntag noch und einen ganz, ganz wunderschönen Start in die neue Woche. Und ja, wir hören uns morgen hier wieder mit dem Tagesorakel. Ciao!